Eine letzte Frage noch. Herr Vorarlberg hat sich immer im Selbstverständnis als das Land, das Ländle der Häuslebauer gesehen. Das hat sich ja schon mittlerweile schon ein bisschen gedreht. Das eigene Haus ist für viele eine Utopie, wenn man nicht einen Boden geerbt bekommen hat oder finanzielle Mittel oder eben so eine gute Position, so gut verdient, dass man sich das irgendwo leisten kann. Muss man grundsätzlich auch in Ländern wie bei uns oder auch auf Gemeindeebene mal über neue Modelle vielleicht nachdenken, wie es wieder möglich wird, dass sich Menschen Eigentum leisten können, dass Gemeinden vielleicht sogar Boden zur Verfügung stellen auf Baurecht oder ähnliches. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, generell muss die Wohnbaupolitik ein bisschen flexibler werden. Ja, in den Bundesländern wird immer noch extrem viel nur über die Wohnbauförderung gesprochen und wie viel Geld jetzt im einen Jahr fließt und dann im anderen. Aber in Wirklichkeit, wenn man das Ziel hat, die Eigentumsquote zu erhöhen und Ähnliches, dann müsste man viel zielgerichteter diese Mittel vielleicht einsetzen und auch neue Modelle ausprobieren. Ja, diese Mietkaufmodelle, wie es die gemeinnützigen beispielsweise in anderen Bundesländern für große Bevölkerungsschichten eigentlich praktizieren, wären vielleicht zumindest einmal auszuprobieren im Vorarlberg. Man wird sehen, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, man muss da durchaus ein bisschen flexibler werden. Ja, auch die niedrigen Zinsen haben ja die Durchschlagskraft der Wohnbauförderung in den letzten Jahren deutlich reduziert einfach. Wenn die